So, ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um ausnahmsweise mal etwas nicht nur über Osteuropa, sondern über Deutschland und Osteuropa zu hören. Ich weiß nicht, ob auch einige Deutsche hier sind, die sich bisweilen über die Bundesregierung ärgern oder auch nur, weil es populär ist, über die Grünen. Aber heute reden wir ein bisschen mehr über die SPD, über die sozialdemokratische Russlandpolitik und über das Forschungsgebiet von Jan Behrens, Jan Klaas Behrens, den ich ganz kurz vorstellen möchte. Er ist Professor, hat eine Professur für Diktatur und Demokratie, Deutschland und Europa von 1914 bis zur Gegenwart an der Viadrina in Frankfurt an der Oder und leitet das Projekt Legacies of Communism am Leipzig Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und pendelt quasi zwischen Frankfurt und Potsdam und wohnt in der Mitte in Kreuzberg. Forschungsgebiete oder Forschungsschwerpunkte sind die Zeitgeschichte Osteuropas, Stadtgeschichte, europäische Diktaturen, Gewaltforschung und die postsowjetische Zeit. Er ist Co-Autor, wenn ich Ihnen das ans Herz legen darf, einer sehr erfolgreichen Anthologie von Aufsätzen unter dem Titel Ukraine verstehen und hat einen ersten, er hat mir inzwischen erzählt, er hat schon zahlreiche Briefe unterschrieben, aber einen ersten zum Thema Ukraine, der Ukraine durch den Winter helfen, bekannter geworden und vielleicht hat auch der eine oder die ein oder andere von Ihnen davon gehört, ist er durch einen zweiten offenen Brief, in dem es darum ging, der SPD vorzuhalten, wie sie mit der Zeitenwende und mit Russland umgeht, und zwar nicht gut. Die Überschrift, ich habe den offenen Brief hier mal mitgebracht, die Überschrift hier war, die SPD macht sich unglaubwürdig. Heinrich August Winkler und andere sozialdemokratische Historiker hatten ihn unterschrieben. Wir werden gleich darüber sprechen. Erst muss ich mal sagen, wir sind beide, habe ich festgestellt, Schnellredner. Ich sowieso, aber Sie auch. Also wenn wir zu schnell reden, machen Sie einfach irgendwie Zeichen oder so, ja? Weil wir tendieren beide dazu. Und ich würde gerne mit einer persönlichen Frage anfangen. Sie sind SPD-Mitglied, oder? Immer noch, ja. Immer noch. Schon seit längerem, genau. Und Sie überlegen manchmal, ob Sie austreten? Ich war eigentlich 2014 schon drauf und dran, auszutreten. Und dann hat mich jemand aus dem erweiterten Führungskreis der SPD dazu aufgefordert, doch drin zu bleiben und eher von innen Druck zu machen. Und so sehe ich meine Rolle im Moment. Aber ja, es gibt auch immer mal wieder so Momente, wo ich denke, jetzt wäre auch ein guter Moment zu gehen. Aber dann gab es auch wieder Momente, wo ich gedacht habe, es ist auch wichtig, drin zu bleiben. Und eigentlich glaube ich als Historiker sozusagen auch oder auch als Citoyen, dass es wichtig ist, dass Leute in Volksparteien weiter engagiert bleiben, obwohl das nicht mehr unbedingt populär ist. Und wenn ich da jetzt auch noch rausgehe und das sozusagen und auch keine richtige Alternative weiß, ich sehe mich jetzt auch weder bei den Grünen noch bei der CDU so richtig heimisch, dann hieße das ja, dass ich dann sozusagen auch nur noch irgendwie so Politik mache durch irgendwie Blogs oder irgendwas und gar nicht mehr irgendwo in der Partei bin. Finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde das interessant, weil also bei uns Journalisten gibt es durchaus das journalistische Ethos, dass man nicht in einer Partei ist. Also ich würde nie Mitglied in einer Partei sein, das geht einfach nicht. Das ist aber bei Historikern, wie ich weiß, sonst, es gibt ja zahlreiche von Ihnen, sonst hätten nicht so viele diesen Brief unterschrieben, nicht unüblich. Und Sie haben vorhin auch, als wir hierher fuhren gemeinsam, davon gesprochen, dass Sie manchmal schwanken zwischen der Rolle des Aktivisten und des Historikers. Das ist kein Problem sozusagen, diese Überschneidung? Doch, das ist ein Riesenproblem. Ich bin eigentlich jemand, der in den 90er Jahren ja im Studium groß geworden ist, auch sozusagen dieser Post-DDR-Zeit. Und in der DDR war ja die Geschichtswissenschaft und die Geschichte sehr stark politisiert, wie man vielleicht hier auch so am Rande weiß. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das ist ja nicht das Thema des Abends. Und ich hatte eigentlich so ein bisschen das Credo, dass ich sage eigentlich, wenn ich Wissenschaft mache, dass ich das unpolitisch, soweit das geht, im Großen und Ganzen machen wollte. Hatte dann aber nach 9/11 insbesondere, sozusagen, da war ich gerade Doktorand, als das passierte, da dachte ich, naja, das wird vielleicht doch ein bisschen unfriedlich, das 21. Jahrhundert, vielleicht sollte man sich ja doch auch politisch engagieren und habe dann angefangen, damals war ich an der Uni Bielefeld, mich in der SPD stärker zu engagieren. Vorher war ich eigentlich mehr so eine Parteileiche im Studium. Und, aber jetzt gerade in dieser Zeit des Krieges und auch der Auseinandersetzung sozusagen innerhalb der SPD oder auch in der deutschen Öffentlichkeit, finde ich das häufig schon schwierig sozusagen, weil meine Rollen sich ganz oft vertauschen oder ich selber nicht genau weiß, spreche ich jetzt eigentlich als Wissenschaftler, als Experte, als Citoyen, als einfach nur Privatmann, als SPD-Mitglied. Ja, das finde ich schon auch manchmal herausfordernd, wie es insgesamt eine herausfordernde Zeit ist, weil ich auch 4 ukrainische Doktorandinnen und Doktoranden habe zum Beispiel, die man auch dann teilweise psychologisch betreuen muss in diesen Zeiten und sowas. Das sind auch alles Sachen, für die ich nicht ausgebildet bin und wo ich auch manchmal denke, da stoße ich so an meine Grenzen. Aber andererseits denke ich, so sind auch die Zeiten und wir müssen sie so nehmen, wie sie kommen, nicht? Und uns diesen Herausforderungen stellen. Aber
Eine persönliche Frage noch, bevor wir in medias res gehen und politischer werden. Ich habe gelesen, Sie haben Zivildienst geleistet als junger Mann und haben quasi Ihre Meldung als Zivildienstdiener zurückgenommen. Mhm. Also revoziert im Grunde jetzt. Das ist ein symbolischer Akt. Ich habe auch an die Bundeswehr geschrieben und mich da zur Verfügung gestellt. Die haben sich aber nicht zurückgemeldet. Ich glaube, die sind an über 50-Jährigen vielleicht auch nicht so interessiert. Ich dachte auch eher an meine Russischkenntnisse und sowas. Nein, das war ein Akt sozusagen, weil wenn man viel über den Krieg spricht und auch darüber auch durchaus sowas betont wie, sagen wir mal, die Tapferkeit der Ukrainer und so, dann habe ich mich irgendwann mit dieser Rolle als Zivildienstleistender und als sozusagen Gewissenstäter gegen Militär nicht mehr wohlgefühlt. Und das war ja was, was ich damals als junger Mann auch gut vertreten konnte. Und ich kann es heute einfach nicht mehr gut vertreten, nicht? Wenn man das mal ganz drastisch ausdrücken soll, also wenn diese Leute mit den Z-Zeichen auf ihren Uniformen bei mir in der Straße auftauchen würde, hätte ich, glaube ich, wenn meine Familie da wäre, kein Problem damit, auf die auch zu schießen. Und sozusagen insofern hat sich da auch meine persönliche Einstellung geändert und da habe ich gedacht, dann schreibe ich einen Brief ans Bundesamt für Zivildienst, das heißt ja nicht mehr, Bundesverwaltungsamt heißt es, glaube ich, jetzt, und nehme das sozusagen zurück. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht bei anderen Leuten akzeptiere, dass sie auch weiterhin zu ihren pazifistischen Überzeugungen stehen. Ich fand das für mich irgendwie unehrlich oder so. Okay, spannend. Ich würde gerne 3 Punkte aus dem offenen Brief, der schon ein halbes Jahr her ist ungefähr, durchdeklinieren. Ostern, ja. Genau, Ostern. Durchdeklinieren, weil viele von den Themen nicht etwa weggegangen sind, sondern lauter, schwerer und wichtiger geworden sind. Und auch im Grunde die Probleme, die da angesprochen werden, in diesem Brief nicht gelöst sind. Das erste ist der Vorwurf, dass die Bundesregierung sich in diesem russischen Angriffskrieg nicht ausreichend genau positioniert, dass die, ich zitiere, es fehle eine unzweideutige Solidarität und der Umgang mit dem neoimperialistischen Russland sei unklar. Ein Vorwurf, um konkret zu werden, Position des Kanzlers zu Waffenlieferungen sei erratisch. Scholz sagt natürlich nun, er richtet sich nach den Verbündeten, nach den USA und wenn die mitmachen, dann geht er auch mit und man müsse auch an die Zeit nach dem Krieg denken. War also, wenn Sie dieses erratische Verhalten bei den Waffenlieferungen sehen, dieses immer erst Nein sagen, dann nachstolpern, dann Nein sagen, dann nachstolpern, jetzt bei Taurus lange Nein sagen, ist also die Zeitenwende ein leeres Versprechen von Herrn Scholz gewesen? Das würde ich so nicht sagen. Ich meine, man muss ja noch mal schauen, wo die Bundesrepublik sozusagen gestartet ist, nicht? Wir wissen ja heute aus den Quellen der sogenannten informierten Kreise, dass Scholz und Merkel damals noch zu Merkel-Zeiten im Sommer 21 informiert wurden von den Amerikanern, dass dieser Krieg bevorsteht. Die Amerikaner hatten da ziemlich gute Informationen. Die hatten anscheinend jemanden im Kreml, die wussten, dass das kommt. Und sowohl Scholz als auch Merkel haben das damals abgestritten und haben gesagt, nee, der will nur spielen letztendlich sozusagen. Das ist alles nur eine Drohgebärde und so weiter. Und dann waren wir im Winter irgendwann bei den 5000 Helmen. Frau Baerbock war in Kiew 2 Wochen vor dem Angriff. Da standen schon 250.000 Russen an der Grenze und wollte über Klimaschutz reden mit den Ukrainern. Das kam bei meinen ukrainischen Freunden damals nicht so gut an, nicht? Das ist ja das, wo wir sozusagen gestartet sind. Und da sind wir natürlich jetzt doch schon sehr viel weiter. Zum Glück gibt es Unterstützung für die Ukraine, finanzieller Art und auch militärischer Art. Wir glauben aber sozusagen als Historikerinnen und Historiker in der SPD, und das wird auch in der größeren deutschen Osteuropa-Community, sagen wir mal, der Experten jetzt so gesehen, dass diese Hilfe nicht groß genug ist, sondern dass es sozusagen eine Art Hilfe ist, um der Ukraine gerade genug zu geben, um zu überleben, aber nicht genug, um sich eigentlich zu behaupten und um dann auch einen Frieden sozusagen nach den Bedingungen der Ukraine durchzusetzen und die Kosten für Russland halt richtig hochzutreiben. Und das mit dem Erratischen, das haben Sie ja im Prinzip schon selbst eben in der Frage formuliert, nicht? Das hat man die Leute heute schon wieder vergessen, die Debatte um die Leopardpanzer und um die Marder. Also es gab ja, und was sind Offensivwaffen und was sind Defensivwaffen, wo alle Militärs sagen, es ist eine absurde Unterscheidung. Da gab es ja etliche Sachen, die sozusagen die deutsche Öffentlichkeit über Wochen beschäftigt hat und wo der Kanzler nie in die Vorlage gekommen ist. Aber jetzt sind wir bei Taurus quasi stehen geblieben. Also diese Long-Range-Missiles, die Schläge tief im Zentrum Russlands, die zumindest sagen, dass einige, andere bestreiten, dass mit Taurus möglich wären. Kommen die oder kommen die dann nicht mehr? Ist sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht nach Ihrer Wahrnehmung? Sie reden ja mit SPDlern, Sie sind ja auch im Kanzleramt ab und zu. Da bin ich nicht so häufig, aber sagen wir so, ich glaube, bei Taurus hat der Kanzler sich sozusagen so festgelegt, auch öffentlich, dass mich das sehr wundern würde, wenn er diese Position räumen würde, weil ich glaube, das würde jetzt auch im Wahlkampf als Zeichen der Schwäche gesehen werden.
Aber ich habe immer auch gesagt, mir geht es persönlich gar nicht nur um den Taurus, mir geht es um das Gesamtpaket, was man der Ukraine an finanziellen, militärischen, zivilen Mitteln zur Verfügung stellt. Und wenn man jetzt gesagt hätte, Taurus machen wir nicht, aber wir gehen bei anderen Sachen sozusagen all in und geben da mehr, dann glaube ich auch nicht, dass der Taurus sozusagen, das war so eine symbolische Sache, an die sich sozusagen, die sich immer stärker aufgeladen hat, weil eben gerade diese Militärexperten, wir ja gar nicht mal so sehr als Historikerinnen und Historiker, ich bin ja kein Militärexperte, ich kann gar nicht sagen, also sozusagen, es gab dann auch diese Fragen an mich, müssen denn, um den, wenn man den Taurus liefern wollte, Bundeswehroffiziere den programmieren in der Ukraine? Ja, ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. Also müssen die Bundeswehr fragen, wie die Dinger funktionieren, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, jetzt mehr ein symbolischer Punkt. Es ging mir sozusagen um die Grundausrichtung der Politik und wie sie kommuniziert wird und ob man sozusagen weiterhin in dieser abwartenden Haltung gegenüber Moskau bleibt oder ob man sozusagen versucht, auch in der Diplomatie wieder eigene Leverage aufzubauen. Also man hätte ja auch sagen können, wir liefern keine Taurus, aber wenn ihr noch ein Kinderkrankenhaus bombardiert oder noch ein Hotel in der Ukraine oder noch ein Kraftwerk, dann liefern wir ab jetzt für jedes Kraftwerk einen Taurus. So, dann würden wir immer mal in die Vorlage kommen aber gegenüber den Russen. Dann sind wir sofort bei dem Thema rote Linien. Das zweite Lieblingsthema. Bei dem Thema sind wir sowieso. Sind wir immer und sind wir so. Aber jetzt sind wir natürlich, weil Sie das genau ansprechen, wo ist die rote Linie? Merz hat andere rote Linien als Herr Scholz. Die Amerikaner haben andere rote Linien als die Deutschen. Sind rote Linien in dieser Auseinandersetzung möglicherweise ein schlechter Ratgeber, weil sie immer aufgeweicht werden und damit im Grunde diesen Krieg verlängern? Ja, ob wir diesen Krieg hätten so entscheidend verkürzen können, ist natürlich auch eine offene Frage, nicht? Also als Historiker würde ich immer sagen, wir sind mitten in diesem Krieg drin. Wir sind vielleicht, ein Kollege von mir, deutscher Militärhistoriker, hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, naja, es ist so wie Januar 1916 im Ersten Weltkrieg. Da hätte auch nie jemand sagen können, wie das ausgeht. Es konnte noch in alle Richtungen gehen. Sehr vielversprechend. Insofern, naja, wenn man sich mal ehrlich macht, nicht? Und das ist jetzt ja auch diese Ehrlichkeit, die wir so ein bisschen vom Bundeskanzler und von der Regierung auch einfordern. Wir sind in einer schwierigen Situation, aus der es auch keinen einfachen Befreiungsschlag gibt. Das ist ja das, was die andere Seite suggeriert, sozusagen Wagenknecht, AfD und kommen so weiter. Wir noch zu. Und dem natürlich sollten wir uns gerade nicht anpassen, sondern wir sollten versuchen, sozusagen auf unsere Ziele voranzubringen. Und das war ja sozusagen der Auslöser, auch damals für diesen Brief, dass wir das Gefühl hatten, das stockt. Es gibt so eine gewisse Selbstzufriedenheit in Deutschland. Ich hatte das schon im Herbst des Jahres davor, 23, festgestellt, da gab es so ein größeres internes Treffen mit Leuten aus dem Auswärtigen Amt und aus dem Verteidigungsministerium, wo ich sofort gemerkt habe, die neue Sprachregelung ist, wir sind der größte Unterstützer der Ukraine in Europa und deswegen sind wir ganz toll und da brauchen wir über Details nicht zu reden. Und wenn man dann gesagt hat, ja, aber guckt euch doch mal an, was passiert im Donbass an der Front, die Ukraine verliert, laufen Territorium sozusagen, wir haben keine Luftüberlegenheit gegenüber den Russen, da können wir noch so viel uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind die Größten. Das nützt uns ja nichts, wenn der Krieg in eine andere Richtung geht. Und das ist damals schon abgeblockt worden und das war sozusagen aus der Frustration nach diesem langen Winter, der dann ja auch ziemlich katastrophal für die Ukraine verlief, entstand dann eben auch dieser Brief. Ja. Zweite Frage noch zu dem Brief. Ich will da nicht lange drauf rumhaben sozusagen, aber er ist halt konstitutiv sozusagen auch für die Debatte und insofern wie eine Art Grundlage, an der man sich entlang arbeiten kann. Der zweite Vorwurf war nämlich die fehlende Aufarbeitung der Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte in der Sozialdemokratie. Und das kann man natürlich wahrscheinlich auch in Österreich gut nachvollziehen, weil ja auch die österreichische SPÖ, wie wir jetzt zuletzt auch bei der Rede von Zelensky gesehen haben, wo plötzlich ganz viele fehlten, bei der ganzen Debatte über die Moskau-Zelle hier in Österreich, da ducken sich die Sozialdemokraten in Österreich auch gerne weg. Und die Frage ist an Sie als Historiker, Sie haben darüber ja auch wirklich intensiv geforscht, die SPD hatte in der Ostpolitik ja auch eine Tendenz, immer lieber mit den Mächtigen als mit den eher Machtlosen zu sprechen. Also da war es manchmal, redete man mit den Parteichefs und den Bonzen und nicht mit den NGOs und den kleinen sozusagen Revolutionären. Ist das ein Fehler, den die Partei heute immer noch macht? Man möchte lieber mit Putin reden als mit, ich erfinde jetzt was, also mit Nawalny, dem Stab von Nawalny? Grundsätzlich ja. Ich würde eine Sache noch mal als Historiker kurz vorne wegschieben. Ich bin keineswegs ein Kritiker der sozusagen klassischen Ostpolitik von Willy Brandt. Ich glaube, das ist ein großes Verdienst von Willy Brandt, die Aussöhnung mit Polen insbesondere. Aber auch die Verträge eben von Prag, Warschau, Moskau, die Entspannungspolitik. Historisch gesehen gerät die das erste Mal eben in die Krise zur Solidarność-Zeit. Und da hat man das erste Mal diese Entscheidung, dass man sozusagen sagt, ja, Solidarność, Willy Brandt war ein bisschen ambivalent, der hat sich schon dafür interessiert, aber insbesondere Bahr, Schmidt und andere haben gesagt, nein, wir haben so gute Verhältnisse zu Gierek in Polen, das können wir nicht aufs Spiel setzen. Und außerdem ist Stabilität in Europa viel wichtiger als Freiheit für Polen.
Und das ist sozusagen natürlich dann, das war die Grundsatzentscheidung, die dann, die man im Prinzip, genau, wenn man ein bisschen jetzt nicht zu sehr ins Detail geht, kann man sagen, dann ist es die Entscheidung, die bis heute steht und die ich nach wie vor für falsch halte und die natürlich auch immer wieder zu diesen extremen Frustrationen auch gerade bei unseren östlichen Nachbarn geführt haben, nicht? Also wenn man dann in Warschau ist und auch mit polnischen Kolleginnen und Kollegen redet, die verstehen auch überhaupt nicht diesen ganzen Diskurs über Ostpolitik, warum das alles so toll gewesen sein soll. Die sind ja größtenteils ein Fan von Maggie Thatcher und Ronald Reagan. Und da gibt es eben auch ganz große Spannungen sozusagen überhaupt in diesem geschichtspolitischen Feld, weil dieses Ende des Kalten Krieges ganz fundamental anders interpretiert wird. Ich will nochmal den Vergleich zu Österreich herholen, weil einer der Vorwürfe ist ja auch immer, dass Deutschland auf seine Weise, Zeitenwende hin oder Zeitenwende her, eine Art trojanisches Pferd ist für Putin. Das gibt's ja, den Vorwurf gibt es ja für Österreich. Ist da was dran oder ist das übertrieben? Na, ich glaube, das war bis 2022, bis zum 24. Februar in jedem Fall richtig. Da kann man ja einzelne Entscheidungen benennen, nicht? Also, Nord Stream? Nehmen wir, ja, Nord Stream 1 ist ja noch das eine, nicht? Aber Nord Stream 2 wird im 2015 unterschrieben, der Vertrag, nachdem die Russen sozusagen die Krim annektiert haben und in den Donbass einmarschiert sind. Das ist abenteuerlich. Ne? Ja. Und es gibt nicht so viele Fotos, so gucken Sie das mal im Internet an, auf denen Frau Merkel so richtig glücklich lächelt, aber wo sie dieses Knopf drückt mit Medvedev, hat man so ein Gefühl, dass sie richtig strahlt. Und man fragt sich doch, warum sozusagen? Warum ist das eigentlich so wichtig für Deutschland gewesen? Und deshalb fordern wir auch diese Aufarbeitung, weil wir zum Beispiel bei der Nord Stream 2-Entscheidung einfach nicht wissen, was ist da im Hintergrund gelaufen, was gab es für Expertisen vielleicht, also sozusagen in der Öffentlichkeit von den Experten. Wenn Sie die deutschen Fachzeitschriften lesen, Zeitschrift Osteuropa oder sowas, dann sehen Sie, dass alle davor waren. Aber was steht eigentlich in den Papieren des AA oder des Auswärtigen Amtes, nicht, oder des Bundeskanzleramtes? Warum wird es eigentlich zu, nicht, und sozusagen, wir sind auch belogen worden, die deutsche Öffentlichkeit, um das mal ganz klar zu sagen. Nämlich, wenn Frau Merkel und Herr Altmaier, der damalige Wirtschaftsminister und so, immer wieder gesagt haben, das sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Das stimmt natürlich nicht, weil sozusagen, ich kenne ganze Abteilungen im Auswärtigen Amt und im Wirtschaftsministerium, die mit fast nichts anderes beschäftigt waren über Jahre, als Sanktionen der USA und der EU gegen Nord Stream 2 abzuwehren. Und also war das ein hochpolitisches Ding. In der nicht? Verantwortung als ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, ja. Also da waren Entscheidungen, da fragt man sich bis heute. Genau, da gab es diese Stasi-Leute, die sozusagen, genau, und das ist alles überhaupt nicht aufgearbeitet. Genau. Lars Klingbeil hat eine kritische Rede gehalten. Das hat er dann auch hervorgehoben in der Audienz, die er uns gewährt hat, nachdem wir den Brief geschrieben haben. Er habe das doch aufgearbeitet. Und na, Lars, okay, da haben wir vielleicht verschiedene Begriffe von Aufarbeitung sozusagen. Ich glaube nicht, wenn man einmal sagt, okay, wir haben uns irgendwie geirrt, dann ist das Aufarbeitung, sondern es ist der erste Schritt, dem dann vielleicht die Aufarbeitung folgen könnte. Aber, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch für Österreich wahrscheinlich, oder gerade auch für Österreich, das ist natürlich kein reines SPD-Problem. Ja? Das ist ein gesamtdeutsches Problem. Sie haben die Moskau-Freunde in allen Parteien gehabt, auch bei den Grünen, der Ströbele oder so, auch in der FDP, auch in der CDU natürlich und so weiter. Das heißt, in den Apparaten, nicht? Also sozusagen, der Bundesnachrichtendienst hat 2012 noch erst die Gegenspionage gegen Russland eingestellt, komplett. Stellen Sie mal vor. Die wurde erst 2022 jetzt wieder, wird die wieder aufgebaut. Also ich würde sagen, die Medien waren nicht besser. Die meisten deutschen Medien haben ihre Büros in der Ukraine zugemacht und erst 2022 wieder aufgemacht. Also die Parallelen gibt es. Aber jetzt nochmal genau, weil Sie sagen, die gab es auch in der CDU. Frau Merkel hat ja lange an diesem Status quo festgehalten und negiert, dass die Russische Föderation von heute, anders als die Sowjetunion, wie Sie mal geschrieben haben, eine revisionistische Macht sei. Kann man sie da aus der Verantwortung lassen? Nein. Selbstverständlich nicht. Sie wird das jetzt ja versuchen in ihren Memoiren, da dürfen wir alle drauf gespannt sein. Kommt nächsten Monat raus. Können wir alle unterm Christbaum lesen. Grundannahme ist ja, dass sie so ein bisschen bockig ist und da nicht viel zugeben wird, dass sie was falsch gemacht hat. Das war jedenfalls bei ihren bisherigen seltenen Auftritten, nachdem sie aus dem Amt ausgeschieden ist, so. Nein, man kann da niemanden aus der Verantwortung lassen. Also alle Apparate, die sich für Nord Stream eingesetzt haben, tragen auch diese Verantwortung. Nord Stream ist letztendlich ein anti-ukrainisches Projekt gewesen. Die Russen wollten sozusagen unabhängig werden von den Gaspipelines, die durch die Ukraine gingen. Sie wollten das auch, wenn sozusagen diese ukrainische Pipeline vielleicht mal wegfällt, dass man das Gas sozusagen nach Westeuropa durch die Ostsee schiffen kann. Und sie wurden natürlich finanziert auch. Aber nicht nur eine anti-ukrainische, sondern wenn Sie nach Moldau gucken, nach Rumänien, gucken, die ganzen Abzweigungen, leben ja bis heute letztlich von dem Gas, was durch die Ukraine läuft. Also genau, oder anti-osteuropäisches Projekt, ja. Genau. Also das wurde ja auch in Polen und so gesehen, da wurde es ja sogar mit dem Hitler-Stalin-Pakt verglichen. Das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber
In dieser Region schaut man natürlich sehr kritisch auf alles, auf alle Projekte, die allein von Moskau und Berlin vorangetrieben werden. Nicht? Das ist natürlich, da sind die zu Recht skeptisch. Sie haben eine sehr scharfe Formulierung auch gebraucht, unlängst, nämlich Minsk 1 und 2 haben Sie mit München 1 und 2 verglichen, also mit 38. Das ist aber dann schon ein bisschen geschichtsklitternd, oder? Nicht. Naja, es ging darum, sozusagen dieses Appeasement hervorzuheben. Nicht? Also München ist ja sozusagen das Symbol für Appeasement. Und Minsk, ich weiß nicht, wer hier im Raum mal die Verträge von Minsk gelesen hat. Ich habe mir das dann mal tatsächlich genauer angeschaut und auch mit ein paar Leuten aus dem Auswärtigen Amt geredet. Also die Minsk-Verträge, so wie sie dann von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland unterschrieben sind, mindestens so verlogen wie das Münchner Abkommen, insofern, als dass sozusagen Russland gar nicht als Aggressor genannt wird, sondern als vermittelnde Macht in diesen Verträgen auftritt. Und dass es Verträge sind, die praktisch bis ins Detail in Moskau ausformuliert wurden und trotzdem von uns, wir letztendlich die Ukraine gezwungen haben, auch die zu unterschreiben. Und das sind auch Vorgänge in dieser Russlandpolitik, wo ich auch gerne mehr Aufklärung hätte. Genau. Anderes Thema, da vertiefen wir uns jetzt nicht, weil es wahrscheinlich dann zu sehr ins Detail geht. Dritter Vorwurf, und dann gehen wir weg vom Brief. Dritter Vorwurf ist, die bundesdeutsche Politik habe, und das finden wir, den Vorwurf finden wir bei Covid wieder, den finden wir bei ganz vielen anderen Themen wieder, den Experten nicht zugehört, also Wissenschaftsfeindlichkeit. Und Sie haben zum Beispiel gesagt, ein wunderbares Zitat, die deutschen Expertinnen und Experten lagen mit ihrer Einschätzung zur Bedrohung Russlands deutlich besser als die deutsche Politik, als Rolf Mützenich, Fraktionschef, also Clubchef der SPD im Bundestag, noch vor bewaffneten Drohnen allgemein gewarnt hat, haben wir Experten bereits vor Putins Krieg gewarnt. Also mit besser gelegen, was meinen Sie damit, richtiger, weil sozusagen der Anlassfall Ihre Warnungen bestätigt hat, oder kann man als Experte besser liegen? Ja, weiß ich, ich habe nach Scholz' Regierungsantritt geschrieben, die größte Herausforderung für diese Ampelkoalition wird die Ukraine sein und die Ukraine-Krise und wie man das bewältigt. Damals war in der Regierung noch sozusagen die vorherrschende Meinung, dass der Klimawandel das Hauptproblem dieser Regierung sein wird und dass man sich damit hauptsächlich auseinandersetzen will. Und ich meine, natürlich, ich hätte ja lieber nicht recht gehabt. Ja. Mir wäre das ja recht gewesen, wenn die Russen nicht einmarschiert wären und wenn wir alle sozusagen uns geirrt hätten, die wir uns professionell mit der Region beschäftigen. Aber es war nun mal so, dass wir da richtiger lagen als die Politik. Ne, es gibt ja auch diese berühmte Anekdote, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie weit das in Österreich bekannt ist, dass eben man den Amerikanern so wenig getraut hat mit ihren Prognosen. Also selbst als die Amerikaner eine Woche vorher gesagt haben, jetzt geht's wirklich los, ist der Chef des Bundesnachrichtendienstes, also des deutschen Auslandsgeheimdienstes, nach Kiew gefahren, weil er da nochmal Gespräche führen wollte und wurde dann, auweia, vom russischen Angriff überrascht am 24. Februar, weil man den Amerikanern nicht geglaubt hat, dass das passieren wird, und musste dann von der GSG 9 rausgehauen werden aus Kiew. Und ich kenne einige Leute, die das dann beobachtet haben. Es war recht chaotisch, kann man nur sagen. Sie möchten jetzt nicht sagen, Sie waren ein wenig schadenfroh. Ja, es ist ihm ja nichts passiert, da kann man vielleicht auch ein bisschen schadenfroh sein. Aber sozusagen, das zeigt, glaube ich, einfach sozusagen diese mentale, dass man sich das nicht vorstellen wollte, was nicht sein durfte. Sie haben mir zur Vorbereitung für diesen Abend einen sehr spannenden Text geschickt von einer belgischen Kollegin von Ihnen aus einer Publikation zu Intelligence and the Russia-Ukrainian War. Die hat nämlich die gesamten oder alle deutschsprachigen großen wissenschaftlichen Institute, alle Russland-Experten, alle Ukraine-Experten wirklich durchgeschaut. Die ganzen Warnungen, die Aufsätze, die Blogs, die Meinungen dazu von der Stiftung Wissenschaft über Politik, über das Zentrum Liberale Moderne, über die Bundeswehr-Uni Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik. Und sie haben gewarnt, 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 gewarnt. Und die Warnungen werden immer lauter, immer konkreter und immer dramatischer. Kann das, und Sie haben dann hinterher zum Schluss gesagt, die Bundesregierung sei naiv und passiv und ein wenig dämlich gewesen, wenn ich mal zusammenfasse. Naiv und passiv, haben Sie gesagt, dämlich kommt von mir. War das die Angst vor einer gewissen Hysterisierung einer Debatte, die sich im Nachhinein sozusagen gerecht hat? Nein, ich glaube, es ist völlige Geschichtsvergessenheit. Man konnte sich nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand einen großen Krieg in Europa führt. Das wurde ja auch immer wieder so gesagt, nicht? Und als Historiker kann ich nur sagen, ich meine, ich habe mich in meinem Studium und professionell mit den letzten 500 Jahren europäischer Geschichte beschäftigt, und Europa ist ein Fleischwolf, natürlich, nicht? Und nur weil wir mal ein paar Jahrzehnte relative Ruhe hatten, und da gab es auch den Jugoslawienkrieg und den Tschetschenienkrieg und so, den man geflissentlich ignoriert hat, zu glauben, dass es sowas wie Krieg in Europa nicht mehr geben könnte, ist ja an sich ahistorisch sozusagen, wenn man sich irgendwie ein bisschen reingefuchst hat in die Geschichte dieses
dieses Kontinents, aber das gehörte in Deutschland ja zum Credo, also was wir uns dann immer anhören mussten von Frau Merkel oder Herrn Steinmeier, war ja, es gibt keine militärischen Lösungen. Und wenn wir dann gesagt haben, naja, für Herrn Putin gibt es sehr wohl militärische Lösungen, dann war eine militärische Lösung nach der anderen, Tschetschenien, Georgien und so weiter, das ist ein völlig anderes Mindset, dann wollte man sich das nicht vorstellen und lebte, glaube ich, in so einer Vorstellungsbubble, dass die ganze Welt so funktioniert, ich übertreibe ein bisschen, wie die Europäische Union, nicht, dass man alles durch Verhandlungen lösen kann, indem man sich möglichst lange zuhört und am Ende zahlt Deutschland meinetwegen um 4 Uhr morgens noch 2 Milliarden und dann ist alles gut. So. Und dass es sozusagen Kontinente und Gegenden und auch Gegenden in Europa gibt, wo das nicht so funktioniert, das scheint man im Auswärtigen Amt und selbst im Bundesnachrichtendienst völlig ausgeblendet zu haben. Aber warum, oder würden Sie sagen, dass in dieser Hinsicht Deutschland anders tickt als andere europäische Länder? Ich meine, es gab auch in Italien, in Frankreich oder in Großbritannien in den letzten Jahren keinen Krieg. Also da gibt es eine andere Tradition möglicherweise. Und möglicherweise auch einen zentralistischeren Umgang mit dieser Frage. Aber dieses Gefühl, dass wir sozusagen in einer sonnigen Zeit groß geworden sind, wir alle, die wir hier sitzen, überwiegend, die hat uns doch, die hat uns doch alle geprägt. Das stimmt bis zu einem gewissen Maße, aber ich würde schon sagen, dass also sozusagen andere europäische Staaten mit einer anderen Großmachttradition, natürlich auch ohne den verlorenen Weltkrieg oder die verlorenen Weltkriege, schon teilweise sich einen realistischeren Blick auf die Welt bewahrt haben, nicht? Also wenn man Paris sieht oder auch London, auch die Expertise, die teilweise ja, da Brexit, ist, Chatham House und sowas. Also ich rede jetzt über Außenpolitik, nicht? Ja, gut, das ist auch im weitesten Sinne Außenpolitik. Streiten, aber gut, anderes so. Thema. Ja. Weiß ich nicht, nicht? Ich will auch gar kein Deutschland-Bashing jetzt betreiben. Mir geht es einfach darum, sozusagen hier die blinden Flecken bei uns aufzuarbeiten. Und es gibt ja auch schon lange aus den Expertenkreisen zum Beispiel die Forderung, dass wir sowas wie einen Bundessicherheitsrat haben sollten oder einen Nationalen Sicherheitsrat, ähnlich wie die USA, ja. Wo sozusagen verschiedene Behörden zusammenkommen und wirklich Sicherheitspolitik koordiniert wird und wo dann auch Expertise von außen dazukommt und so. Und ich glaube, da bräuchten wir auch ein bisschen eine andere Kultur. Ich habe einen Kollegen aus den USA gerade letzte Woche getroffen, der jetzt an der American Academy in Berlin zu Besuch ist, auch Russland-Historiker. Und der wurde zum Beispiel 2014 eingeladen vom State Department, 2 Jahre bei denen in den Planungsstab zu gehen, weil die nach der Krim-Annexion gesagt haben im State Department, naja, irgendwas haben wir da bei Putin nicht richtig verstanden. Das hat uns nämlich auch überrascht. Wir glaubten das. Und dann haben die einfach mal einen Experten von außen geholt, wie zum Beispiel den Michael Kimmich, diesen Kollegen von mir, und haben gesagt, wir würden mal gerne einen Austausch mit euch treten, sozusagen. Was sagt ihr denn dazu? Und sowas passiert ja in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir Generalisten wie Herrn Ischinger oder Herrn Heusgen, die noch nie in Kiew aufgewacht sind, noch nie in Moskau aufgewacht sind, kein Russisch können und die aber glauben, sozusagen der Bundeskanzlerin Russland zu erklären. Und jeder amerikanische Präsident seit Franklin D. Roosevelt und Truman hat eine Russia-Hand gehabt. Jemanden, der selbst Trump, ja. Trump hatte Fiona Hill, die eine Putin-Biografie geschrieben hat. Hervorragende Russland-Expertin. Und bei uns, ich werde ja auch aus Steuergeldern bezahlt oder die ganzen anderen, Carlo Masalas und Sabine Fischer und Claudia Major. Wir haben ja viele hervorragende Expertinnen und Experten. Warum werden sie nicht sozusagen gehört? Das ist ja, ja. Die Frage. Warum nutzt man das nicht und versucht dann die Politik zu verbessern, dass die Politik selber anders denkt als sozusagen die Wissenschaft oder die Thinktanks, ist ja völlig in Ordnung, nicht? Ja. Und auch anders tickt und auch anders ticken muss. Aber dass man das vollständig ignoriert, das ist dann doch was wir, glaube ich, für gefährlich halten. Und dass man ein bisschen wegkommt von dem taktischen Denken und mehr ins strategische Denken kommt. Also ich habe das Gefühl, unsere Politik in Deutschland denkt extrem taktisch, nicht? Die sind sozusagen, die interessiert eigentlich in dem Willy-Brandt-Haus, naja, was sagt der Lindner morgen und was sagt dann vielleicht übermorgen der Merz oder sowas. Aber wenigstens mal darüber nachzudenken im Parteivorstand, wo wollen wir denn in 5 Jahren stehen oder in 10 Jahren stehen mit diesem Krieg? Ne? Immer dieses taktische Klein-Klein, niemals strategisch. Ne? Und das ist jetzt wieder beim Haushalt so, wo man auch die bitteren Entscheidungen für das Rüstungsgeld letztendlich auch der nächsten Regierung jetzt aufgebürdet hat. Nicht? Man macht keine mittlere Finanzplanung dafür, wie das weitergehen soll mit der Bundeswehr, sondern man sagt, na, irgendwie wird es schon weitergehen, aber Hauptsache, wir müssen jetzt keine Sozialkürzungen machen oder sonst irgendwo kürzen. Und das ist mutlose Politik, genau. Würde ich einfach sagen. Nicht? Man weiß auch, dass es einem wieder irgendwann auf die Füße fällt. Alle wissen es, auch wenn man sie darauf anspricht, aber macht trotzdem nichts. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Gegenwart zu einem meiner Ansicht nach relativ deprimierenden Kapitel, nämlich die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und der Sieg der AfD und der doch überraschend starke Erfolg von Sarah Wagenknecht. Es gibt augenblicklich in Ostdeutschland natürlich aus
Machtkalkül, aber die Frage ist, ob auch darüber hinaus einen Kniefall vor Sarah Wagenknecht. Zwei Ministerpräsidenten, ein Parteichef, die einen offenen Brief in der FAZ geschrieben haben, in dem sie im Grunde die Forderungen von Frau Wagenknecht erfüllt haben, zu sagen, wir wollen Frieden mit Russland und wir dürfen keine Mittelstreckenraketen in Thüringen stationieren, etc. etc. Wo rührt dieser Kniefall her? Hat das eine weitere Bedeutung als Koalitionsfragen? Ich glaube schon, ja. Also ich würde sagen, Ostdeutschland ist eine spezifische Situation. Und was wir jetzt sehen, leider 30 Jahre nach der Einheit, ist das, was wir sozusagen seit Adenauer die Westbindung Deutschlands nennen, ist, dass es da nicht verwurzelt ist, nicht? Oder teilweise sogar sehr skeptisch oder sogar feindlich gesehen wird. Und dann kann man sich jetzt fragen, warum das eigentlich so ist. Ich habe als Student 1994, glaube ich, bei Heinrich August Winkler an der Humboldt-Universität ein Seminar zum Thema Westbindung gemacht, also Westbindung unter Adenauer. Und wir dachten damals, das sei ein historisches Thema, dass Deutschland zum Westen gehört, sei sozusagen der Drops ist gelutscht, nicht sozusagen, wie man so flapsig sagt. Das ist offensichtlich nicht so. Das ist ein aktuelles politisches Thema, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das hat natürlich teilweise bei der älteren Generation was mit DDR-Sozialisationen zu tun, sehr starken Vorbehalten gegenüber den Amerikanern, sehr, sehr starken Vorbehalten gegenüber der NATO, aber auch Westdeutschland teilweise. Und natürlich eine Sehnsucht sozusagen von den Zumutungen dieser Welt verschont zu bleiben, weil man glaubte, glaube ich, auch gerade so nach diesen tatsächlich in Ostdeutschland schweren 1990er und 2000er Jahren irgendwo angekommen zu sein. Und warum kommt jetzt schon wieder das Nächste, nicht? Und das ist, glaube ich, so das Grundgefühl da. Und dann geht es natürlich auch wieder darum, dass ich das Gefühl habe, dass diese Bundesregierung, also die Ampel, ihre Politik der Ukraine-Unterstützung nicht offensiv genug erklärt hat. Man hätte den Leuten erklären müssen, was es bedeutet, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Ja? Also wenn die Leute in Ostdeutschland sich jetzt beschweren über die 1 Million Ukrainer, die wir aufgenommen haben, wenn die diesen Krieg verlieren, dann haben wir 5 Millionen oder 6 oder keiner weiß es, nicht? Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit der Forderung, man müsse noch besser erklären. Es ist millionenmal gesagt worden, das Thema seit 2 Jahren. Was passiert, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert? Was kommt dann auf uns zu? Wie hoch ist der Preis, den wir zahlen? Aber nochmal zu Frau Wagenknecht. Ich finde nicht, dass der Bundeskanzler das besonders auf. Also das wird ja, der Bundeskanzler und seine Kommunikationsfähigkeit sind andere Sache, genau. Aber welche Rolle spielt denn Frau Wagenknecht? Es gibt ja inzwischen richtig viele Wagenknecht-Hasser, die sagen, sie ist eine Stalinistin, die im Dienste Russlands steht, möglicherweise bezahlt wird und sie hat eine Agenda. Würden Sie das auch so radikal formulieren? Das weiß ich so nicht, was da sozusagen behauptet wird über sie. Was Fakt ist, ist natürlich, dass sie russische Narrative wiederholt. Was Fakt ist, ist, dass sie und ihr Mann, Oskar Lafontaine, der interessanterweise ja aus dem Westen kommt, aus dem Saarland, weiter westlich, in Deutschland gibt es nicht, seit Jahrzehnten eine destruktive Politik betreiben. Nicht? Also Oskar Lafontaine hat erst seiner eigenen Partei, der SPD, maximal geschadet. Jetzt sind die beiden mit der Linkspartei fertig, die gibt es praktisch nicht mehr. Und jetzt kommt also Bündnis Sarah Wagenknecht und nimmt sich im Osten dann die CDU vor, sozusagen, und die Westbindung. Ich glaube gar nicht, dass es dabei darum geht, sozusagen zu gestalten, sondern es hat für mich ein sehr großes destruktives Potenzial, was Frau Wagenknecht macht. Sie spielt eben mit den Ängsten und manchen auch Ressentiments natürlich, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind und ist dabei recht erfolgreich. Sie ist aber auch ein Medienphänomen und da würde ich insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland auch, also Frau Wagenknecht sitzt in Deutschland alle 2 Wochen in einer Talkshow, ist furchtbar. Mindestens. Und sie ist völlig überrepräsentiert. Also ich habe nichts dagegen, dass sie auch mal eingeladen wird. Ich will ja nicht für Zensur oder sowas nicht. Aber wenn man sich sieht, wie hoch ihr Wähleraufkommen als Linke war oder jetzt auch als BSW, dann ist sie völlig überrepräsentiert gegenüber anderen Parteien. Und sie ist auch ein Produkt unserer Medienlandschaft ein Stück weit, nicht? Das erklärt natürlich nicht vollständig, warum sie mit ihren Themen erfolgreich ist, aber warum sie als Person das machen kann, da würde ich schon sagen, das ist auch ein Medienphänomen. Und eine letzte Sache noch dazu, weil wir ja hier fast in Italien sind. Es ist natürlich auch ein Nachholprozess in Deutschland. Also in Deutschland hatten wir bisher noch keine so eine personalisierte Politik, wie das Österreich hier mit Haider gehabt hat, sozusagen, wie das Berlusconi in Italien war. Letztlich auch Macron in Frankreich mit anderen Inhalten oder Zelensky in der Ukraine. Wir haben mit Wagenknecht eben das erste Mal so eine Ein-Mann-eine-Frau-Partei wie Forza Italia. Also eigentlich ist Berlusconi da so ein bisschen, ne? Und da ist Deutschland eigentlich eher auch 20 Jahre hinter allen anderen hinterher oder 25 oder so. Insofern
Ich habe da mal schon ein bisschen darauf gewartet, wer das mal in Deutschland machen wird, das Modell als diese Frustration. Aber das ist Wagenknecht, die seit 20 Jahren rumrennt und die seit 20 Jahren aussieht wie Rosa Luxemburg für Arme, das jetzt werden würde, nach all diesen Jahren, das irritiert einen dann doch maßlos. Eine schwierige Frage ist, sie hat, also egal wie diese Verhandlungen jetzt ausgehen, sie hat schon jetzt einen massiven Einfluss. Was bedeutet das für die Ukraine-Politik der Bundesregierung und was bedeutet das für die Ukraine? Nichts Gutes, ne? Das, weil man ja auch sieht in diesem Brief der Ministerpräsidenten, das haben Sie ja schon zitiert, dass man versucht, ihr doch ziemlich maximal in Teilen entgegenzukommen. Es wird jetzt die Frage sein, inwieweit Friedrich Merz und die CDU das auch, ihr auch entgegenkommen werden im nächsten Wahlkampf. Bei der SPD hat man ja schon bei der Europawahl diesen Friedenswahlkampf geführt. Das war damals, genau, die Idee von Kevin Kühnert, war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich habe damals intern gesagt, ich glaube nicht, dass das zieht. Ich glaube, man muss zu seiner Politik stehen. Und Kevin hat dann immer gesagt, ja, aber der Friedensbegriff, den dürfen wir nicht der Sarah überlassen. Ja, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Kann man so sehen, aber wie gesagt, war jetzt als Wahlkampf auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber daran sieht man ja schon alleine, dass sie die Themen setzt, nicht? Wenn wir auch Frieden plakatieren. Genau, wenn wir es ihr nicht überlassen dürfen, laufen wir schon hinter ihr her. Da laufen wir ja schon hinter ihr her und da haben wir ja schon den ersten Fehler gemacht, weil man seine eigene Agenda eigentlich damit sozusagen nur auf den zweiten Platz stellt. Insofern wird sie diesen Einfluss bis auf Weiteres ausüben, denke ich. Und was wir natürlich jetzt noch nicht in diesen Kontext gestellt haben, ist die Rolle der AfD. Da gibt es ja starke Überschneidungen. Ja. Die sind nun offensiv pro-russisch, also da brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Da gibt es sogar Erkenntnisse, dass sie teilweise aus Putins Kassen finanziert werden, zumindest einzelne Abgeordnete, das ist ja deutlich geworden. Ja. Da gibt es also Überschneidungen natürlich, wie in der Mengenlehre. Wenn wir jetzt die AfD und die Wagenknecht zusammenrechnen, dann sind wir in vielen Bundesländern bei 50% zumindest im Osten. Ja. Wie kann man denn diesem Narrativ begegnen? Sie sagen, besser erklären. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, Antworten? Wir haben in Frankfurt an der Oder mal diese Leute, die sogenannten Mitwohntagsdemos machen. Das sind sozusagen die Leute, die direkt von Pandemiegegner zu Ukraine-Gegner, das sind dieselben Leute im Prinzip, eingeladen in die Uni. Und was ich dann versucht habe, ist auch ein bisschen, also wir haben dann auch ukrainische Studentinnen und Studenten, die zu uns geflohen sind, eingeladen und versucht, denen auch mal ein bisschen Empathie abzuringen, sozusagen. Nicht? Was ist denn mit den Leuten in der Ukraine? Ist das euch eigentlich ganz egal? Also Sie haben beide in einen Raum gesetzt. Ja. Wir haben die Ukrainer sogar nach vorne gesetzt und gesagt, sozusagen, jetzt erzählt doch mal von euren Familien in Kiew, wie es denen so geht und so weiter. Mhm. Und auch die manchmal kommt man damit Fragen auch eher weiter, nicht? Denn Leute gefragt, glauben Sie nicht, dass Menschen in Kiew genauso das Recht haben, sicher morgens aufzuwachen oder Menschen in Riga, wie Sie hier in Frankfurt oder so, nicht? Und ja. Manche kommen ins Grübeln, aber andere wehren das auch sehr aggressiv ab, nicht? Die sagen, also wenn man glaubt, dass die Amerikaner an allem schuld sind, was an dieser Welt passiert oder die NATO oder so und da ein sehr stabiles Weltbild hat, dann kommt man da auch nicht so weit. Da gibt es auch Leute, glaube ich, die sind recht verloren. Aber es gibt, also ja, man kann ja auch nicht aufhören, sozusagen dafür Werbung zu machen, denn gerade in Deutschland wissen wir ja nicht, also mir macht das auch Angst jetzt mittlerweile, diese, bei 10% AfD hat mir noch keine Angst gemacht und 20% auch nicht. Aber wenn wir bei 50% strukturell pro-russisch, pro-autoritäre Parteien sind, dann muss man den Leuten auch vielleicht mal wieder erzählen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, dass in den meisten Staaten dieser Welt die Leute nicht in freiheitlichen Ordnungen leben und dass man das auch wieder abschaffen kann, sozusagen. Deshalb habe ich zum Beispiel manchmal ein Problem mit der Debatte in Österreich, über die ich ja täglich schreiben muss, weil ich mir immer denke, wir regen uns hier bei 29% FPÖ auf. In Deutschland haben wir teilweise 50% Russland-Fans. Das macht es nicht besser. Aber manchmal muss man die Dinge auch in Relation setzen. Es ist eine so traurig wie das andere. In Umfragen sind trotzdem in Deutschland 60% aller Bundesbürger immer noch dafür, die Ukraine in der Form zu unterstützen, wie es jetzt zurzeit passiert. Sind das dann vorwiegend die Westler und der Rest fällt raus? Oder wie erklären Sie sich das? Ja, ich glaube sogar, wenn man die Umfragen, die ich gesehen habe, war 30% wollen sogar, dass noch mehr unterstützt wird und 30% ist also für das jetzige Level. Das ist erstaunlich, oder? Weil es ist ja wie gegenläufig dann. Naja. Das sind ja nicht alle Deutschen AfD und Wagenknecht, zum Glück. Ich glaube schon, dass es sozusagen in großen Teilen der westdeutschen Gesellschaft, da unterscheidet sich Westdeutschland, glaube ich, einfach massiv vom Osten, die Westbindung als Staatsräson gesehen wird, zum Glück immer noch. Und auch die freiheitlich-liberale Demokratie, das ist zum Glück so. Das ist da sicherlich wesentlich stabiler auch. Aber auch dort nicht scheut man sich ja
wenn ich das so sehe, vor den ganz harten Debatten. Nicht? Also wenn ich sozusagen mit meinen Leuten in der Bundeswehr rede oder mit den Militärexperten in Berlin, die sagen zum Beispiel alle, wir brauchen die Wehrpflicht. Wir haben nicht genug Leute. Ne? Es geht gar kein Weg an der Wehrpflicht vorbei. Wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen. Die Schweden haben es gemacht, die Finnen haben es gemacht, die kleinen Staaten, die Litauer und so weiter. Und wenn man das in der deutschen Politik anspricht, ist das aber auch ein komplettes No-Go, auch in Westdeutschland, weil die sagen, da kann man keine Wahl gewinnen mit der Wehrpflicht und so. Na klar, ich meine, das Neutralitätsthema ist ja auch in Österreich eigentlich tabu. Also das ist ein heißes Eisen, ja. Ja, wir hatten die Wehrpflicht ja bis vor 10 Jahren. Also sitzt in Deutschland nicht gar nicht mal so weit aus dem Erfahrungshorizont der Leute raus, aber das gehört auch zu. Aber es war eine große Erleichterung, als es sie nicht mehr gab. Das stimmt. Auch sagen. Genau. Ja. Ich würde gerne die letzte Viertelstunde noch mal nutzen, um über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen, weil Sie sind ja zum Glück auch Russland-Experte, Diktatur-Experte. Und ich würde gerne noch ein wenig auf Russland schauen, gemeinsam mit Ihnen. Also auf den Aggressor in diesem Kontext, über den wir jetzt sprechen. Sie haben einen Satz gesagt, da würde ich gerne wissen, würde gerne ein bisschen mehr Erklärung dazu haben, weil wir haben darüber geredet, dass die Deutschen ihre Russlandpolitik nicht ganz aufgearbeitet haben. Aber auch Russland hat ja seine eigene Geschichte nicht aufgearbeitet, den Stalinismus sehr unzureichend aufgearbeitet. Und ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, was ich sehr spannend fand. Es gebe eine Elitenkontinuität in Russland und die fehlende Auflösung der Geheimdienste. Und beides zusammen habe zu einem neuen repressiven Regimetyp sui generis geführt. Das klingt etwas kompliziert. Also es will sagen, es gibt sozusagen eine einzigartige Form von Diktatur in Russland. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, was macht sie so einzigartig? In Russland wurde die moderne Diktatur erfunden von Lenin. Und sie ruht im Prinzip auf 3 Säulen, wenn man das ein bisschen vereinfacht darstellt. Die Staatspartei, die Armee und die Geheimpolizei. Das sind die 3 Säulen des sowjetischen und dann grosso modo auch des russischen Staates. Und was unterscheidet das von unseren Staaten in Österreich oder in der Bundesrepublik? Das ist kein Staat, der seine Bürger schützt, sondern es ist ein Staat, der seine Bürger knechtet. Der kann dem Bürger keinen Schutz gewähren, weder die Sowjetunion. Der Sinn des modernen Staates ist es ja, den Bürger zu schützen. Nicht? Das ist nicht der Sinn der modernen Diktatur, wie sie in Russland existieren. Und ich habe das damals sozusagen geschrieben, auch um so ein bisschen von diesem romantisierenden Gorbatschow-Bild in Deutschland wegzukommen, weil sagen, natürlich können wir Deutschen dankbar sein, Michail Gorbatschow, für die Einheit und für das Ende des Kalten Krieges und all diese Sachen. Aber wenn man sich sozusagen die inneren Strukturen der Sowjetunion mal anschaut und dann des postsowjetischen Russlands, dann werden die Sachen schon wesentlich ambivalenter. Denn sozusagen, Gorbatschow versucht Wirtschaftsreform und er legt irgendwann, weil er merkt, die spielen nicht mit, die Axt an die Partei. Aber weder Gorbatschow noch Jelzin, und Putin wollte das natürlich nicht, haben jemals die Axt an die Armee gelegt, die extrem aggressiv ausgerichtet ist und auch gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger ja sozusagen bereit ist, jederzeit mit dem Bajonett vorzugehen, noch an die Geheimdienste. Das heißt, 2 Säulen dieses super repressiven Regimes, 2 Säulen, die wir sozusagen aus der Sowjetunion haben, kommen ungebrochen aus der sowjetischen Zeit rein in die postsowjetische Zeit. Und das unterscheidet eben das postsowjetische Russland dann auch fundamental von so Staaten wie Polen oder selbst Ungarn, wobei das wäre ein Spezialfall, das ist heute nicht unser Thema, oder Ostdeutschland auch, wo eben die Staatssicherheit aufgelöst wird, nicht? Weil diese repressiven Apparate weiter existieren. Und in Russland, um das nur mal so auf dieses Alltagslevel raufzuheben, gab es zum Beispiel 2018 zum 100. Jahrestag der Gründung der Tscheka, also der Vorgängerorganisation des KGB, so eine Art Familienfernsehshow, also so wie in Deutschland hätte man Wetten, dass, ich weiß nicht, ob sowas in Österreich gibt, wo sozusagen gefeiert wurde, ganz offiziell im ersten Programm, die 100-jährige Kontinuität des russischen, sowjetischen Geheimdienstes und was er alles fürs Vaterland erreicht hat. Nicht? Und das ist ja eine Mordmaschinerie, das ist ja ein Fleischwolf. Und das ist sozusagen null aufgearbeitet. Nicht? Die letzten Kolleginnen und Kollegen von Memorial, die es da in Moskau noch gab, die sitzen jetzt alle in Berlin. Die sind aufgelöst worden, jetzt zwangsweise. Auch vorher war Memorial nicht gerade jetzt so riesig. Nicht? Ich will jetzt nicht sagen, die konnten sich in einer Telefonzelle treffen, aber also dann sagen wir, es ist keine Massenbewegung jemals in Russland gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, das sehen wir jetzt. Und das ist auch ein Erbe von Gorbatschow und Jelzin, über die man auch lange in Deutschland eine falsche Geschichte erzählt hat. Vielleicht müssen Sie noch mal wiederkommen, weil wir haben jetzt so viele Loose Ends, die wir eigentlich noch aufnehmen müssen. Das wird, finde ich, total interessant. Aber ich würde gerne noch mal fragen zu dieser Diktatur. Sie haben auch gesagt, dass dieses Regime in Russland quasi einen permanenten Ausnahmezustand geriert. Ist dieser permanente Ausnahmezustand sozusagen die Staatsform und wird dieser permanente Ausnahmezustand mit dem Krieg in der Ukraine eigentlich noch
verlängert oder in extenso betrieben? Weil das ist ja sozusagen Ausnahmezustand des Ausnahmezustandes, oder? Der Krieg. Ja, also die Diktatur, würde ich sagen, ist ja sowieso der auf Permanenz gestellte Ausnahmezustand. Das würde ich auch für den Nationalsozialismus behaupten oder so, nicht? Dieser Ausnahmezustand, den hat man ja auch zuerst, und auch diese Gewalträume hat man ja zuerst auch nur in einigen Bereichen der Russischen Föderation geschaffen, nicht? Also wenn ich die 90er Jahre, als ich in Moskau studiert habe, da war schon völlig klar, man kann nicht nach Tschetschenien fahren oder da überhaupt in den Nordkaukasus. Da kann man sehr schnell zwischen die Fronten geraten, da sind auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen umgekommen, ja. Das wissen Sie wahrscheinlich besser, Journalisten, ja. Und so weiter, Anna Politkovskaya dann später und so weiter. Das heißt, man hat zuerst diesen Ausnahmezustand in einzelnen Regionen, nicht? Seit 2014 im Donbass, wenn man guckt, wie die Besatzungserfahrung im Donbass aussieht, in den Gebieten, die Russland schon 2014 bis 2022 besetzt, ist permanente Ausnahme, Leute werden gefoltert, werden abgeholt, ja. Ihre Wohnungen werden weggenommen, ihre Autos werden ihnen weggenommen, sozusagen, es gibt einzelne Banden, die das Leben kontrollieren. Und ich glaube sozusagen, was wir seit 2022 erleben, ist, dass sich das jetzt auf das gesamte Gebiet der Russischen Föderation ausdehnt, was sozusagen in einzelnen Zonen erst so gewuchert ist, nicht? Das geht jetzt bis nach Moskau, weil als ich in Moskau studiert habe, da konnte man ja gegen Jelzin protestieren und noch 2011, 12, da war ich eingeladen beim Petersburger Dialog, ja, ich war auch mal da. Und da sind wir dann mit ein paar Kolleginnen und Kollegen damals zu diesen Demonstrationen gegangen. Das war noch mit Nawalny und mit Boris Nemtsov und so weiter. Da waren wir auf dem Platz vor der Lubjanka, haben demonstriert. Die wurden dann zwar alle verhaftet, diese prominenten Leute, aber es gehörte Teil, das war noch ein Teil des Spiels. Am nächsten Morgen wurden die wieder freigelassen, mussten 300 Rubel Strafe zahlen. Heute, wenn Sie sich in Moskau auf dem roten Platz stellen, nur mit einem leeren Zettel in der Hand, gehen Sie oder riskieren Sie, es gibt ja keine Garantie, weil da im Ausnahmezustand gibt es ja keine Gesetze, vielleicht werden Sie auch am nächsten Tag wieder freigelassen, aber Sie riskieren, dass Sie dafür 5 oder 10 Jahre ins Arbeitslager gehen. Und das ist im Prinzip die Rückkehr des Totalitarismus. Ich habe auch neulich mal geschrieben, nicht, dass Russland vielleicht der erste Staat ist in der Geschichte, der vom Totalitarismus unter Stalin wieder sowas wie zurückgeht, genau. in den Totalitarismus. Nicht? Ich meine, in Deutschland hatten wir auch den Totalitarismus, in Österreich, aber wir haben es noch nicht wieder zurückgeschafft. Und lange hatte man ja gedacht, wenn man einmal die Diktatur sozusagen überwunden hat, dann kommt das nicht wieder. Ne? Und bei Russland, was wir eigentlich sehen, sozusagen, wenn man eben über 70 Jahre schaut oder so, dann hat man eben eine lange autoritäre Phase mit so kleinen Demokratisierungsschüben unter Khrushchev, unter Gorbatschow. Und dann eben sozusagen jetzt, im Moment ist Russland auf dem Weg Richtung Nordkorea, würde ich sagen. Also die sind dann lange nicht da, aber dass jetzt diese letzte Meldung ist, dass die nordkoreanischen Soldaten jetzt auch für Russland kämpfen, das hat ja nicht nur eine militärische, das hat in gewisser Weise auch eine symbolische Komponente, nicht? Dimension, dass man sagt, wer sind denn ihre Verbündeten? Ja. Das ist ja, fast ist es armselig, aber dann ist es auch schon wieder doppelt bedrohlich. Dieses, das ist das furchtbarste Land der Welt, Nordkorea, ja, sozusagen. Ja. Also dagegen ist Kuba ja nach Club Med. Okay. Jetzt wird natürlich immer ständig gerätselt, wann kann das vorbei sein? Kann dieses System destabilisiert werden? Ich hab am Freitag einen Applebaum interviewt auf der Frankfurter Buchmesse, die ganze Texte darüber schreibt, was passieren muss, um das putinsche System zu destabilisieren. Sie haben ins Rennen geworfen die Begriffe Veralltäglichung, Entzauberung, Bürokratisierung und fehlenden Erfolg. Ist alles nicht gerade der fehlende Erfolg gut im Krieg an der Front? Sonst ist da erstmal nicht viel zu holen, oder? Ich tue mir das sehr schwer. Also sozusagen die einfache Antwort ist natürlich immer, als Historiker bin ich ja nur für die Vergangenheit zuständig, aber das lassen wir. Aber Sie sind ja auch Aktivist, haben wir jetzt gelernt. Genau, als Aktivist würde ich sagen. Und außerdem lernen wir aus der Geschichte für die Zukunft. Genau, also ich habe schon gesagt, sozusagen, ich sehe Russland im Moment auf dieser Spur der Radikalisierung, also Richtung Nordkorea ganz grob gesagt. Unterwegs, aber dieser Weg kann natürlich jederzeit abgebrochen werden, nicht? Und es gibt auch die Zukunft Russlands ist offen, würde ich immer sagen, nicht? Genau wie die Zukunft der DDR offen war 1989 oder so. Man weiß nicht, wo es endet. Was man über diese autoritären Regime sagen muss, und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir im Westen auch wieder mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Diese Regime sind alle auf Angst begründet. Putin hat sowohl Angst vor seinem eigenen Volk, als auch alle in der Elite, in der russischen Elite, haben Angst voreinander. Ja? Und das ist natürlich latent stabil, weil sie alle so Angst haben und das lähmt sie. Nicht? Sonst würden sie ja vielleicht sozusagen politisch agieren. Russland ist ja ein System, in dem Politik nicht mehr stattfindet. Ja. Die Frage ist ja, wie man Politik da wieder reinbekommt. Das lähmt sie auf der anderen Seite. Andererseits macht diese Angst aber auch das System sozusagen dysfunktional und es kann dann auch sehr schnell zusammenbrechen. Sie haben das in der Ukraine gesehen auf dem Maidan.
generell gilt, glaube ich, sozusagen als Historiker würde ich sagen, man kann nicht mit Demonstrationen oder mit zivilem Ungehorsam so ein Regime stürzen. Ja, dieses Regime hat zu große Machtressourcen und Gewaltressourcen, das funktioniert nicht. Wann bricht also sowas zusammen? Entweder wenn die Befehlskette reißt, das ist das, was wir auf dem Maidan gesehen haben, die haben gesagt, schießen, und die haben nicht mehr geschossen. Und sozusagen in dem Moment, wo die Leute nicht mehr schießen, obwohl Putin Schießen befiehlt, da ist es zu Ende. Da reißt die Befehlskette und dann ist Putin einsam und der Kaiser ist nackt sozusagen. Ja, oder wenn eben das Phänomen Putin ein natürliches Ende findet, nicht? Das ist die andere Möglichkeit. Oder seine Leute sich gegen ihn verbünden. Also sozusagen, wenn sie sich anschauen, was ist das strukturelle Problem des russischen Staates seit über 100 Jahren, dann ist es ja, dass es kein System entwickelt hat der zivilen Machtübergabe. Ja, wenn Sie das mal durchgehen, der letzte Zar, Putsch, nicht? Lenin im Amt verstorben, Stalin im Amt verstorben, Chruschtschow Putsch, Brezhnev im Amt verstorben, Andropow im Amt verstorben, Tschernenko im Amt verstorben, Gorbatschow Putsch, Jelzin, ja, mehr oder weniger im Amt verstorben, aber passt nicht so ganz in mein Modell, gebe ich zu. Aber sozusagen, Sie können sich ja ausrechnen, Schleichen verstorben. Aber war irgendwie nicht mehr fähig zu regieren, um das mal ganz deutlich zu sagen. Hätte auch versterben können. Und sozusagen, können wir denn für Putin was anderes erwarten, außer Putsch oder Tod? Das ist ja die Frage. Nicht? Ja. Also wenn man in der Kontinuität der russischen Geschichte denkt, eigentlich nicht, würde ich sagen. Letzte Frage, bevor ich dann auch nachher nochmal ans Publikum natürlich weitergebe. Es gibt ja möglicherweise auch sozusagen eine Weiterentwicklung, weil ich gerade Anne Applebaum zitierte, die hat ja ein neues Buch rausgebracht, Autocracies Inc., in dem sie in der Einführung schreibt, Autokratie ist nicht mehr nur ein starker Führer mit uneingeschränkter Macht, sondern, ich zitiere, ein raffiniertes Netzwerk mit kleptokratischen Strukturen, einem komplexen Sicherheitsapparat aus Armee, Paramilitärs und Polizei, sowie Überwachung, Desinformation und Propaganda. Und das organisiert in einem internationalen Netzwerk. Sind Sie mit dieser These einverstanden? Ja und nein. Das kommt darauf an, wie man dieses internationale Netzwerk definiert. Ich glaube natürlich, dass die Russen Einfluss haben, sagen wir mal, Viktor Orban. Das ist ja offensichtlich. Aber wo ich dagegen wäre, wäre das sozusagen als so ein Netzwerk darzustellen, was irgendwie reibungslos funktioniert oder so, nicht? Sondern das sind ja Staaten, auch wenn man sich diese Achse anschaut, sozusagen Russland, China, Iran, Nordkorea, die haben ja auch schon sehr unterschiedliche Interessen. Aber die treffen sich dann an gewissen Punkten, was also sie dann... Also zurzeit treffen sie sich in Kasan bei den BRICS-Staaten und sie arbeiten alle diesem Krieg zu. Da sind auch die Brasilianer zu. Mit dabei. Ja, ja, und da ist sogar der UNO-Generalsekretär, was machen wir mit dem? Ja, das ist ein Anfang. Aber die kollaborieren ja alle zum Beispiel für diesen Krieg. Ja, also zumindest stellen sie sich nicht explizit dagegen, das ist richtig. Ja, aber sozusagen, ich würde trotzdem nicht sagen, dass... Also nicht Indien und China, die sind praktisch auch im Krieg miteinander, die sind trotzdem BRICS. Die führen aber im Krieg im Himalaya auf irgendwie 5000 Metern oder so. Insofern, glaube ich, muss man da schon auch differenzieren und ein bisschen schauen, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Und ich würde auch sagen, das indische politische System ist am Ende völlig anders von dem in Russland oder China. Und auch Brasilien ist wesentlich liebenswürdiger und lebenswerter. Da war ich auch schon mal als diese anderen Staaten. Also es ist nicht Nordkorea oder so. Das heißt, da muss man auch weiter differenzieren und man darf auch, glaube ich, nicht so eine große Verschwörung aufbauen. Diese Staaten sind ja andererseits auch extrem dysfunktional und da gehe ich dann nicht so mit Applebaum, sagen, dass das alles wie geschmiert läuft. Ich meine, schauen wir uns Putins Krieg an. Offensichtlich wurde er vollkommen falsch informiert über die Ukraine. Offenbar wusste er nichts über seine eigene Armee und ihre Fähigkeiten. Offenbar frisst diese Korruption diesen Staat auch von innen auf und er steht dem machtlos gegenüber. Insofern sollte man auch nicht übertreiben. Nicht? Also die sind sehr gefährlich, da bin ich sofort mit dabei. Aber das sozusagen als so eine internationale Apparatur darzustellen, wo eine Hand in die andere greift, das glaube ich nicht. Ich glaube, da lohnt es sich auch wieder ein bisschen westliches Selbstbewusstsein, so wie ich das eben gesagt habe, zu entwickeln und zu sagen, nicht wenn die Leute eine Chance haben, sich zu überlegen, wo sie eigentlich leben wollen, dann kommen sie alle hierher. Da geht niemand nach Russland. Niemand will da leben. Die haben nichts Attraktives anzubieten. Auch die Chinesen nicht. Es ist kein attraktives Modell. Das haben Sie jetzt sehr elegant gemacht, dass Sie zum Schluss noch einen Funken Hoffnung in diesen Raum gesendet haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende Stunde. Ich danke für die Einladung. Wir sind noch nicht fertig, keine Sorge. So.